Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. We are Football. Ich habe die Hintergrundmusik mal ausgetauscht, obwohl ich die eigentlich ziemlich chillig fand. Ging sie mir in der Lautstärke ein bisschen auf den Nerv. Ich fand die nämlich ein bisschen zu laut. Aber gut, kann ich mich nochmal dran machen, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen. Wir haben einiges vor. Wir müssen weiter Spieler suchen, beziehungsweise Verträge verlängern. Wir haben hier einige Spieler mit einer Laufzeit von 2022 und den einen oder anderen davon möchten wir vielleicht ganz gerne verlängern. Wie zum Beispiel ihn hier. Also mit anderen Worten, alle Leute, die eine gewisse Stärke haben, müssen wir halten oder wollen wir halten. Und wenn du die Spieler erhalten willst, musst du ihre Verträge verlängern, ist ganz klar. Und deshalb machen wir jetzt Verträge mit den stärksten Spielern. Und dann versuchen wir, die noch stärker zu machen. Und die schwachen Spieler, die versuchen wir dann eh auszutauschen, sobald wir wieder Transfergeld haben. Und deshalb will ich von denen dann noch keine Verträge verlängern. Weil es könnte ja sein, dass wir die gar nicht loswerden und dann haben die vielleicht irgendwie ein Gehalt, wo ich sage, naja, dafür nicht. Hier entwickelt sich auch keiner. Und da geht es langsam ein Schrittes voran. Hier könnte man noch ein machen jetzt mit den 3%, die da noch fehlen. Könnt das mal abschließen hier, die Schusskraft. Und dann könnte man sich mal um die richtigen Probleme von dem kümmern. So. Ich hatte vergessen, was zu aktivieren. Ich muss jetzt einen schwarzen Bildschirm rauscutten. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja. Was soll ich sagen? Der ist krank noch einen Tag. In anderen Worten, der ist bald wieder fit. Was läuft sonst so hier? Wie sieht es mit dem Personal aus? Da haben wir auch Leute, wo die Verträge auslaufen, wo ich sage, könnten wir vielleicht mal gucken. Also ihn hier brauchen wir nicht unbedingt, wenn wir die zweite Mannschaft loswerden, aber wir werden sie aktuell nicht los. Jugendkoordinator, da sollten wir auf jeden Fall einen Vertrag verlängern oder uns einen besseren suchen. Aber an sich macht er einen guten Job. Müssen wir auch mal im Auge behalten. Es gibt so viele Dinge, die wir im Auge behalten müssen. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe so einen Punkt. Dass ich irgendwie so ein bisschen überfordert bin. Also ich spiele das aber auch nur diesen Spielstand, weil ich sonst gar nicht mehr durchblicken würde. Weil wenn ich zwei Spielstände spiele, dann ist es vorbei. Dann werfe ich die durcheinander und dann haben wir viel Spaß hier. So, wir haben noch 1,3 Millionen Transferbudget. Wir haben wirklich nicht mehr viel Geld. Wir müssen aber trotzdem zusehen, dass wir es irgendwie schaffen, für nächstes Jahr den ein oder anderen stärkeren Spieler noch zu verpflichten. Es ist halt ein echter Krampf, dass ich keine Spieler verpflichten kann, die gerade, wie soll ich sagen, auslaufende Verträge haben, weil das sind uralte Säcke. Ja? Also wenn ich jetzt einen OM suche, der unseren Spieler ersetzen könnte, weil wir keinen starken OM haben, außer den einen, den wir haben, wird schon schwach, dass es keine offensiven Mittelfeldspieler gibt. Die gibt es nur in unteren Ligen. Oder gar im Ausland. Und die sind am 35. Und spielen wir Barcelona. Ich glaube nicht, dass der in die zweite Liga zu uns kommt. So ein Jahresvertrag oder so. Vielleicht. So, sorry, ich wurde unterbrochen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade waren. Ach genau, offensiven Mittelfeldspieler, ja. Wenn die nicht so schwach wären,
Wenn die Jungen nicht so schwach wären und die Alten nicht so alt. Prinzipiell würde ich sagen, okay, den könnten wir uns holen, aber das Problem von dem ist, dass er eigentlich schon zu alt ist. Ein Jahresvertrag, mehr gibt's nicht. Und dann wissen wir nicht mal, wie stark er ist. Kommt halt auch noch dazu. So, wir haben drei im Scout sozusagen. Oh, wir haben endlich unseren... Wir haben endlich unseren dritten Scout. Das heißt, wir können endlich mal alle scouten, die wir scouten wollen. Ist es nicht schön, dass das mal vorangeht? So, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir den gekriegt haben, den Scout. Ich bin sogar drauf und dran zu sagen, lass uns noch einen Scout ordern. Ja, und mehr Aufträge reinballern. Weil wir brauchen noch viel mehr Spieler. Und mit einem Torhüter allein ist es ja noch nicht mal getan. Also... Haben wir denn eigentlich für die nächste Saison jetzt einen Torhüter? Immer noch nicht, ne? Außer unseren, den wir haben. Hier, den. Reingucken, sagt, nächste Saison kommt kein Torhüter dazu, der stärker ist. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Torhüter weiterhin. Es sind natürlich viel zu viele Torhüter. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, aber es ist kein guter dabei. So, wir beobachten mal das Jugendtraining und das Jugendtraining. Will mir dann mal wieder einen Eindruck verschaffen. Und dafür lassen wir alles andere die Woche ausfallen. Ja, oder auch nicht. Wir lassen doch nicht alles die Woche ausfallen. So, den Trainingsplan haben wir schon gemacht. Dann auf ins Spiel. Es hat jetzt alles lang genug gedauert. So, also die Woche läuft. Wir haben hier den Honsack. Den wollen wir verpflichten, langfristig, wenn es geht, weil der ist 24. Und dazu sind wir bereit, ihm auch mehr Geld zu zahlen. Allerdings nicht so viel Geld. So, und hier können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen kürzen. Mal gucken, was er dazu sagt. Okay, das geht nicht. Sehe ich ein, dass das nicht geht. So, wir verhandeln. Ja komm, muss mir schon entgegenkommen. Ich gebe dir hier 3-4 und du gibst da oben bei, oder? Ja komm. Echt jetzt? Was bist denn du für einer? Der ist echt hart, oder? Na gut, aber wenigstens haben wir einen Vertrag über eine lange Zeit. Der kriegt praktisch eigentlich, was er will. Sagen wir es, wie es ist. Sie haben sich leider erkältet, der Stress fordert seinen Tribut. Reduzieren Sie keine Ahnung was. So, next one. Du bist auch 24. Wir versuchen das Gleiche. Ja, die Werte werden schon rot. So, wir verhandeln. Er kommt uns überall ein bisschen entgegen. Er hätte natürlich wahrscheinlich auch gern, dass wir ihm entgegenkommen. Wir sagen 550. 4-2 und
Da kriegt er seine 3-6. Ich will das hier oben durchkriegen. Ich will, dass du den scheiß Optionsding abschließt. Das gibt's doch gar nicht. Ich trau mich nicht nochmal zu verhandeln. Der ist schon sehr gereizt. Es ist auch noch ein Spieler erkrankt. Ach, interessant. Die Spieler arbeiten freiwillig an ihrer Kraftausdauer. Und dann schauen sie sich Norris Jugendtraining an. So, der hat sein Trainingsziel erreicht. Ist jetzt ein 6,7er Stürmer. Wow. Wahnsinnsschritt, 6,7. Gut. Sein Torriecher ist ein Problem von ihm. Ich würde sagen, den können wir mal wegtrainieren, den Torriecher. Also das Negative am Torriecher. Wobei es bei ihm noch nicht mal so ein Hauptfaktor ist. Volleys wäre wichtiger. Machen wir mal Volleys. Wir versuchen den mal stärker zu machen, so stark wie es geht. Und dann gehen wir halt einfach unten rum hierher zur Schusskraft. Und den Torriecher, den kriegen wir halt auch noch raustrainiert. So, super glücklich mit der bisherigen Zusammenarbeit ist man bei denen. Ja, ich hole ja auch einen Sieg nach dem anderen Grad. Wäre ja erschreckend, wenn die nicht glücklich wären mit der Zusammenarbeit. Ein Abteilungsleiter verliert Kompetenz. Welcher? Müssen wir mal gucken. Ja, wir fahren in schöne Hamburg. In den Stadtteil St. Pauli. Dann bin ich mal gespannt, wie wir gegen die spielen. Unsere Mannschaft steht und wir haben Personal zurückbekommen, was gesperrt war. Ich muss hier nur noch nach der Stärke gucken. So, LAS geht nach oben für den hier. Passt. So, dann gucken wir, was haben wir hier für Stärken stehen. Einmal ein LAS von Stufe 8 und dann haben wir hier noch ein IV von Stufe 8. Und der ist immer noch verletzt. Aber der ist ja auch 8,1, also von daher. So, wir sind stärker als St. Pauli, das heißt, wir können die Geschichte im Prinzip so weiterlaufen lassen. Wir sind stark in der Abwehr und wir sind stark im Sturm, aber im Mittelfeld werden wir Bälle verlieren, wenn wir so spielen, wie wir hier auflaufen wollen. Das schockiert mich leicht. Interessant, dass der nur ganz wenig verliert, wenn wir ihn hier hinschieben. So, wir haben einen Stürmer als Ersatz, einen OM-RAS als Ersatz, einen LAS-RAS-Stürmer als Ersatz, einen IVDM, einen IVDM und einen IVRAV und einen LAV und einen RAV und einen Torhüter. Also wir haben verdammt viele Leute auf der Bank und das sind noch die stärksten, die wir haben. Ich bin am Grübeln. Die kommen mit einem RM 3 ZM, sondern LM um die Ecke, haben hinten aber nur drei Leute drin stehen. James Torrency
Oder Lorenzi, James Lorenzi. Was ist denn das für ein Symbol? L oder T? Das ist ein L und da ist der Punkt drunter, der Elferpunkt. Deshalb sieht das so komisch aus. James Lorenzi. Oder James Lawrence, wie man es auch immer aussprechen will. Der ist in der Innenverteidigung und das ist der Schwächste, den sie haben in der Verteidigung. Die haben auch einen Stürmer. Können auch Innenverteidiger sein, der Guido Burgstaller. Aber wir werden den angreifen. So. Die Aufgaben mal schnell nochmal neu geordnet. Weiß man ja auch nie. So, wir spielen vorsichtig offensiv und ballern rein, was geht. Der soll unsere Schwachstelle sein, die wir attackieren. Wir wünschen dem mal viel Glück. Und wir gehen langsam die Ansprachen aus, weshalb ich ein bisschen langsam mache. So, es gibt einen Tag frei, wenn ihr wieder erfolgreich kickt. Ja, ich glaube, sonst brauche ich auch gar nicht großartig was sagen. Ich glaube, wir gehen einfach raus und kicken. Mal gucken, was sie machen. So, angepfiffen ist. Oh, es regnet und die haben Ballbesitz, aber wir haben den ersten Eckball. Die erste Chance wird schon vereitelt, aber wir haben gerade Ballbesitz. So, Honsack passt rüber auf Schnellhardt und der schießt dann Pfosten und ja. Puh. Zwei Chancen und kein Tor. So, James Lawrence bekommt Gelb. Wir haben wieder eine Ecke. Mai schießt, Starke flankt, Adams köpft, wollen nämlich eigentlich zum Ausflippen bringen hier. Könnte nicht mal einen reinmachen. So, Tim Starke, Freistoß, Dursun, sag mal, du bist doch Stürmer. Stevens kassiert Gelb. Der will unbedingt bitte auf die Bank. Ja, ich verstehe es nicht ganz, was hier abgeht. Eigentlich müsste es schon Tore für uns geben. Ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll, was ich hier gerade sehe. Wir verpassen im Starke mal einen Einlauf. Und im Honsack auch. Ja, einer sieht es mal wieder ein bisschen anders und kassiert gleich mal Gelb wegen Rempeln.
So, Stevens passt auf Bader, Bader nach vorne auf Schnellhardt, Schnellhardt zu Starke, Starke macht einen Seitenwechsel auf Honsack, Honsack spielt ab auf Melem, der passt zu Mai, der mit der Flanke nach innen zu Dursun, der köpft und köpft vorbei. Das gibt's doch nicht, Leute, was macht ihr denn? Kriegen die den Ball da nicht rein oder was heute? So, wir bringen mal den Platte, mir reicht's, und bringen den Berko hier drüben, weil der ist ja gelb vorbelastet, das geht mir auch auf den Zeiger. Es ist unglaublich, was spielen die hier für einen Fußball? Machen wir einen Pfeiffer, der kommt mal für ihn hier. Dann wechseln wir hier noch aus. Dann bringen wir ihn noch und das soll es gewesen sein. So, und dann spielen wir das fertig und dann hoffe ich, dass die noch ein Tor machen heute. Es kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Da hast du 5 Chancen und kriegst keinen Ball in diese Kiste. Das ist doch nicht mehr normal. Auf jetzt, Leute, wo hängt's? Darf nicht wahr sein. Wir spielen gegen den Tabellen 17.00. Ich hab's gesagt. Es ist ein Abstiegskampf für die. Die sind hoch motiviert. Ich glaube, wir haben zu wenig Anführer auf dem Platz. So, was sagen Sie zur Leistung Ihres Teams? Leistung der Mannschaft ging so. Warum haben sie den geholt? Investitionen in die Zukunft, keine Ahnung. Der Zeitdruck ist zu groß. So, hier sieht man es auch. Wir hatten Pech, die hatten Glück. Da geht's wieder los mit Glück und Pech. Aber ich will mich nicht beschweren, wir stehen auf dem 5. Tabellenplatz und haben jetzt mal unentschieden gespielt, nach, ich glaube, 5 Siegen in Folge. Wir haben 39 Punkte. Hätte offensiver agieren müssen. Es war heute sicher mehr möglich als ein Unentschieden. Heute wurden möglicherweise 2 Punkte verschenkt. Nee, die wurden ganz sicher verschenkt. Aber was willst du machen, wenn der Ball nicht reingeht? Was soll ich denn da jetzt machen? Nach dem Motto, wer öfter drauf schießt, wird irgendwann Glück haben, dass er reingeht. Oder wie sehen die das? Ich kann es nicht ganz fassen, wie die das meinen. So, wir haben einige Verbesserungen bei Spielern. Und er hier ist jetzt langsam am Aufbau. Aber was mich viel mehr wundert, ist, dass andere einfach keinen großen Schritt vorwärts machen. Wir hatten doch Spieler, die waren schon bei 97%. Da müsste doch langsam mal ein Level-Up erfolgen. Und der nächste Spieler ist krank. Und der nächste ist krank. Und da gibt's ein Level-Up. Torhüter. Zweite Mannschaftstorhüter. Ein Wahnsinn. So. Tja, was wollen wir machen? Wir wollen so viel, aber was soll ich machen? Ich finde auf der Transferliste keine Spieler, die ich mir leisten kann. Die Mannschaft müsste verstärkt werden. Meine überflüssigen Spieler müssten mal weggekauft werden. Es passiert ja nichts. Ich kann ja nichts machen. Ich sitze tatenlos hier rum und denke mir einfach nur, will nicht mal irgendeiner sich erbarmen und will mal einen Spieler von mir kaufen. Da, so eine Lusche hier. Einer von den Torhütern, der muss doch mal weg. Es kann doch nicht sein, dass wir hier... Vor allem, der ist mittlerweile besser, ja? Also wir haben hier 3 Torhüter, die sind okay. Und dann haben wir 2, die sind total für den Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Und keiner will sie kaufen. Da müsste ich doch mal einen Viertligist finden, der sagt... Hör mal zu, so ein 4,4er, der wäre ein Fortschritt für uns.
Oder hier, ein 6,4er IV mit einem Talent. Keiner will ihn. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich ihn rausnehmen soll. Weil wir den langsam immer öfter einwechseln im offensiven Mittelfeld als Ersatz. Und der ein gewisses kreatives Element mit reinbringt. Natürlich ist mir der lieber, der hat mehr Talent. Also einen von denen, ich glaube, den hier nehmen wir mal von der Transferliste. Ich weiß aber noch nicht, was ich mit dem mache. So, dann haben wir zwei LAS, die Sinn machen und zwei LAS, die wir verkaufen wollen. Eigentlich muss ich... Mach doch mal fertig da hinten. Das ist echt ein Krampf. Ja, und was mit ihm hier ist. Er kommt aber gut voran, denke ich, oder? Mit dem Torriecher. Den wegzumachen. Ballbehauptung, Ballgewinn. Und wenn er dann hier Torriecher erstmal trainiert. Ich könnte noch besser werden mit dem. Aber der ist halt schon 25. Ja, wie auch immer. Ach komm. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ja? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, es müsste mal irgendwas passieren, wo ich erkenne, dass sich irgendwie was tut. So, jetzt sind die auch noch krank. So, da haben wir die Spielergespräche. Dann mache ich eine Weiterbildung. Mir egal, ist mir egal. Hier am Mittwoch. So, Trainingsziel. Ja, es gibt kein Trainingsfrei, weil die haben ja auch nicht gewonnen. Machen wir ein Torschusstraining. Wenn sie nicht gewinnen. So, da mal eine aktive Erholung reinsetzen vom Spiel. Obwohl es eigentlich nicht nötig wäre. Wir können da eigentlich auch noch ein Standardtraining machen oder so. Lass mal Ecke-Rückraum trainieren. Dann trainieren wir mal hier Ecke kurz. Und da machen wir mal ein Auslaufen. Und dann soll es passen. KSC, wir kommen. Gute Besserung. Gute Besserung. Weiterbildung. Ich krieg zwei Managerpunkte. Ja, ich habe die Woche stark reduziert. 6 Stunden extra dazu. Oh. Dortmund spielt gegen Trommelwirbel. Holstein Kiel, das sollte ja wohl weiterreichen dann. So, und dann kommt Leipzig gegen Bayern. Die Frage ist, wo? In München, wo sonst? Bin ich mal gespannt, wie das DFB-Pokalfinale ausgeht.
Hexenschuss. Felix Platte ist leider erkrankt. Der Ersatzstürmer ist leider erkrankt. Was macht der da? Wenn dann so rum, bitte. So, wir sind deutlich stärker. Wir gewinnen die Abwehr, das Mittelfeld und den Sturm. Gibt es hier einen stärkeren Spieler? Nein, gibt es nicht. Er fällt aus. Wäre ein Ersatzspieler von uns. Wahrscheinlich hat der deshalb hier gestanden, weil der Platz frei war. Platte fällt aus, Ersatzstürmer. Ich sehe es schon kommen. Ich muss mal wieder Co-Trainer besetzt die Bank anklicken. Man muss dann mal wieder Torhüter gegen andere Sachen austauschen. So, was haben wir denn? Torhüter Kilian. L-A-V, I-A-V, R-A-V. IAV. So, ihn brauchen wir. Hier. Den Torhüter können wir rauswerfen gegen ihn. Er ist unser OM-Ersatz. Da habe ich keinen anderen. Was war jetzt? Kein blassen Dunst. Wird schon schief gehen. Wer ist bei den Gegnern der Schwächste? Der ZM in der Mitte. Wir spielen offensiv. Wir hauen drauf. Wir gehen all in. Der ZM ist unsere Schwachstelle. Ihm sagen wir, es wird heute sein Tag. Bei einem Sieg gibt es gibt's trainingsfrei. Und wir sagen es einfach mal so. Mal gucken, was passiert. Augen zu und durch. Anstoß. Los geht's. Zweites Spiel in dieser Folge. Mai spielt ab. Auf Bader. Bader spielt nach vorne auf starke, starke Flank nach innen. Dursun Kopfball auf Melem, Dropkick drüber. Warum Kopfball nicht aufs Tor? Wollte gerade sagen, die sind zwar blaue, da sind nicht wir. Oh oh, oh oh. Ich weiß nicht, was mit unseren Leuten los ist. Also Karlsruhe kommt ganz gut vor, das macht mir ein bisschen Angst.
Und die haben Chancen, mehr als wir. Das macht mir auch Angst. So, Mai schießt. Ausgleich. Das war mal ein Zeichen. Elfmeter. Wieso schießt der einen Elfmeter? Kann man das mal einer sagen? Das ist der LAV, aber wir führen 2-1. Ich hätte jetzt gesagt, unser Stürmer wird den schießen, aber nee. So. Nochmal Ecke. Nochmal Paulson. Wieder auf Mai. Kann ich immer klappen. Wichtig ist, wir haben das Spiel gedreht. So, der da draußen ist ein bisschen angeschlagen. Ich bin am Überlegen. Fällt mir alles nicht so. Da könnten wir noch mal ein bisschen was reinholen. Ich habe halt unheimlich viele Teamplayer da vorne auf dem Platz. Da ist kein einziger Anführer dabei. Das ist das, was mich so ein bisschen wurmt. Ist halt echt, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber... Ich muss mal versuchen, ein bisschen Kreativität und so da reinzubringen. Deshalb mache ich jetzt diese Wechsel, weil ich einfach hoffe, dass da was geht. So, wen kacken wir an, wen bejubeln wir? Also Duadum kriegt erstmal eins auf die Nase, weil also 4 geht gar nicht. Und Honsack auch. Akzeptieren beide die Kritik. So, wir haben ein bisschen aussortiert. Warum? Um mehr Spielvielfalt drauf zu bringen, ja. Wir haben jetzt wenigstens mal 2 Kreative. Es fehlt noch ein Anführer. Wir bräuchten noch einen Anführer auf dem Feld. Aber ich habe keinen weiteren Anführer mehr. Aber wir merken schon, dass ein bisschen mehr für uns läuft. Und unser Stürmer trifft. Nachdem ich ihn angekackt habe. Dass er es besser kann. So, Honsack mit der Flanke. Ja. Kam der Torhüter raus und hat den Ball abgefangen. So, was haben sie gemacht? Wir haben den OM hier hingepackt. Was gibt das für einen Sinn? Mittlerweile haben sie 2 IVs. Ja, dann gehen wir auf den in der Hoffnung, dass wir einen Ball erobern. So, wir haben wieder eine Ecke. Bonsack mit dem Rückpass. Dursun schießt. Freistoß, Tim Skarke. Ich sage immer Starke, aber Skarke heißt er. So. Paulson, Dursun, Kopfball. Oh, Alter. Naja, wenigstens etwas. Ich bin am Überlegen, den Borchardt mal da rein zu wechseln. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt der Stürmer ist, aber das bringt ein bisschen Kreativität mit. Ich weiß nicht, was der hier gebracht hat, aber Teamplayer, alles Teamplayer. Ja, das ist das Problem, wir haben zu viel Teamplayer.
So, wir bringen ihn da draußen zum Einsatz. Ein Wechsel habe ich noch. Wir holen die gelbe Karte raus und bringen dafür Pfeiffer. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Teamplayer. Zwei Anführer, zwei Analytiker und 1, 2, 3 Kreative. Gucken, was das mit unserem Spiel macht. Nächste Ecke, Palson. Mai mit einem Pass auf Berko, der mit der Flanke kommt auf Pfeiffer, der köpft vorbei. So, Skarka kriegt gelb. Borchardt mit dem Kopfball. Ai. Goller mit der Ecke. Es ist aber auch zum Mäusemelken. Was haben die denn für Spieler, dass die reinkriegen und meine stehen vorm Tor und ballern daneben, ey. Wir haben 4 Chancen und 2 drin, wir haben 9 Chancen und 3 drin. So, Skarke, Schuss, ey, direkt drauf geballert, sein Freistoß und nicht getroffen. So, jetzt nochmal, zentral vom Tor, hauen rein. Ich sehe es kommen, wir brauchen mehr Torschusstraining. Ich meine, die gewinnen 3-2, aber happy bin ich nicht. So, wir hatten schwarzen Peter. Hannover. Wichtig ist, wir haben 3 Punkte geholt. Der Rest interessiert eigentlich weniger, aber ich gegen Mannschaften, die hier unten rumdümpeln, machen wir so knappe Spiele. Die sind halt natürlich motiviert, die wollen nicht absteigen, das verstehe ich ja, aber sowas, das ist typisch Reporter-Meinung. Reportern kannst du das nie recht machen. So, ja. Wann machen sie ihre Steps hier, die 3 Spieler? Die sind kurz davor, einen Schritt zu machen. Dann sollen sie ihn mal machen. So, die Woche ist rum. Wir sind wieder in dem Bildschirm. Was soll ich sagen? Wir haben mal wieder gewonnen. Es sieht ganz gut aus bei uns. Wir haben eine ganz gute Bilanz. Sieg, 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 Unentschieden, Sieg. So kann es gerne weitergehen. Da habe ich nichts dagegen. Wo ich was dagegen habe, ist dass wir sehr, sehr viele Leute brauchen, wo wir irgendwie keine Chance haben, die zu kriegen. Und dafür haben wir aber Spieler, die wir nicht brauchen und wo wir keine Chance haben, dass wir die loswerden. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich bin hier auf jeden Fall erstmal raus, sag danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.